freut mich sehr, Sie alle heute zur Gründungsfeier unseres binationalen Zentrums Frühe Kindheit begrüßen zu dürfen. Wir blicken am heutigen Tag, an dem wir das binationale Zentrum Frühe Kindheit gründen, bereits auf eine Geschichte der frühen Kindheit zurück. Die Idee eines Masterstudiengangs Frühe Kindheit entstand gewissermaßen zwischen Tür und Angel. Doch der Thurgau ist auch visionär, vorausschauend. Und wenn er etwas macht, etwas bewirken kann, dann macht er es richtig. Ich freue mich außerordentlich, Sie alle auch von der Seite der Universität Konstanz zu diesem großen Meilenstein der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit unserer beiden Hochschulen begrüßen zu dürfen. Und in der Mitte von diesem fünffachen Leistungsauftrag steht Vernetzung. Unser Leitspruch, unsere Vision ist, wir bauen Brücken zwischen Wissenschaft und Praxis. Das Ziel des Binationalen Zentrums für frühe Kindheit ist die Bündelung all dessen, was in Lehre, Forschung, Weiterbildung und Dienstleistungen im Bereich frühe Kindheit in beiden Hochschulen geschieht. Zudem ist der Vernetzungsgedanke leitend. Personen und Institutionen aus Praxis und Hochschule sollen hier zusammenfinden. Ja, es ist ein Meilenstein. Unser gemeinsames Projekt Frühe Kindheit wird mit der Gründung des Zentrums Frühe Kindheit sichtbarer, greifbarer und so hoffe ich bald zu einer richtigen Marke werden. Wenn der Begriff Frühe Kindheit fällt, so wird man, so hoffen wir, bald automatisch an den Bodensee denken und an unsere binationale Aktivität. Wir können auch sehen, eigentlich, dass die Absolventinnen und Absolventen dann auch wirklich mit diesem Wissen in die Praxis gehen. Und wir haben mittlerweile schon 89 Studierende, die den Studiengang abgeschlossen haben, die also jetzt in der Praxis, also auch in der Forschung tätig sind. Und aktuell sind 28 Studierende immatrikuliert. Das Hauptziel von diesem Symposium ist ja, dass wir uns das Ziel gesetzt haben, Wissenschaft und Praxis in den Austausch zu bringen und wirklich so diesen Austausch auch zu stimulieren. Einige Partner, Partnerinnen heute vor Ort sind,